Hallo Leute, weiter geht's bei Dark Souls Remastered. Heute geht's ins letzte Gebiet zum letzten Storyfürsten. Aber da ist noch ein weiter Weg bis dahin. Es gibt noch den einen oder anderen Boss auf dem Weg dahin. Ja, die gute Dame hat ihr Soll hier erfüllt. Die Welt von Dark Souls ist furchtbar ungerecht und unfair, deswegen hauen wir so um. Seit einem speziellen Grund, es gibt eine Feuerhüttenseele. Er findet das gar nicht lustig. So, jetzt muss ich bloß aufpassen, dass diese Viecher mich nicht angreifen. Oder in den Kopf. Ihr seht schon, die sind böse. Verschwindet! Ich will das Leuchtfeuer nicht entfinden. Hallo, ich will den Drop haben, den Eidbeseitiger. Ich glaube, ich habe keine Eier, aber ich nutze mal vorsichtshalber. So. Feuerhüterseele habe ich mir abgestaubt. So, jetzt. Nee, ich muss da lang. Geht's ins verlorene Isalith oder erstmal in die Dämonenruinen? Da gibt es gleich einen optionalen Boss, den man schießen kann. Ich werde den aber nicht schießen, ich werde den normal machen. Aber was heißt optionaler Boss? Es ist Blödsinn, was ich gesagt habe. Ist kein optionaler Boss. Da unten ist ein Lavasee, wir müssen den machen. Da unten sieht man übrigens schon, was uns noch so erwartet. Man kann schon sehen, das ist ein Feuergebiet, deswegen. Das ist auch der Grund, warum ich neben den Schwert von Kreelag eine zweite Waffe hochgezogen habe. Die nächsten beiden Bosse sind Feuerbosse. Beim nächsten Boss weiß ich es nicht. Der Boss danach ist auf jeden Fall. Oder die nächsten drei Bosse sind Feuerbosse. Den wir jetzt. Habe ich jetzt gar nicht dazu gezählt. Aber der dritte, der jetzt noch kommt, der ist 100% Feuerresistenz. Das heißt, ich mache mit Pyromantie keinen Schaden und mit Kreelag Schwert auch eigentlich so gut wie gar keinen Schaden. Deswegen. Habe ich mir eine Blitzwaffe noch hochgezüchtet. So, das ist übrigens der Boss. Noch ist er nett zu uns. Das ändert sich, sobald man das Item von hier nimmt. Das ist ein Rüstungsset. Und. Wenn man sich ein bisschen mit der Lore beschäftigt, das ist das Rüstungsset seiner verstorbenen Schwester. Und dann kann man verstehen, dass er gleich ein bisschen aggro wird. Autsch! Ich weiß, das findest du nicht lustig. Es gibt halt einen ziemlich easy Cheese für ihn. Man rennt einfach bis zum Nebeltür einfach wieder zurück und dann haut er mit der Faust noch ein und dann muss man selber ohne Waffengewalt nach ihm hauen und dann ist er nach irgendwie 5-6 Schlägen ist er kaputt. Warum, wieso, weshalb, weiß ich nicht. Aber ich versuche mal normal. Das habe ich lange Zeit nicht mehr gemacht. Vielleicht sollte ich es machen. Er ist ja ein Feuergegner, also ich sollte mal den Schild hochnehmen, dann macht das vielleicht nicht so viel Aua. So, kann ich jetzt wieder hauen.
Sollte ich vielleicht auch zweihändig machen. Macht dann mehr Aua. Ja. Dann kann ich nur viermal hauen. Macht 1076. Ich mach mal gleich wieder einhändig und gucke mal den Vergleich mir an. Ich kenne den Kampf halt nicht wirklich, weil ich den verdammt lange Zeit nicht normal gemacht habe. Ups, jetzt bin ich gestorben. Und wenn er mich jetzt nochmal umbringt, dann schieße ich ihn. Dann ist es mir egal. Aber eigentlich ist er nicht schwer. Jetzt kommt er hier vorne hin, wo nicht so viel Platz ist. Das finde ich eigentlich gar nicht geil. Ich nehme mal die Abkürzung, wo er nicht so gut hin kann. Das war knapp. Komm mal hier wieder hin. Oh je, 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 je. Der macht halt viel Aua, muss man sagen. Ne? Also wenn er zuhaut, dann richtig. Komm mal hier wieder hin. Also wie mich das jedes Mal trifft, ne? Ich glaube, ich muss da einfach wegrollen. Nimm mal vorsichtshalber ein. Ja, er macht immer die gleiche Attacke jetzt. Das nervt ein bisschen. Kann ich das ein bisschen umgehen, indem ich wieder hier hinten hinlaufe? Das heißt nein. Ah, jetzt kommt er hier vorne wieder hin. Ich gehe mal ganz nah an ihn ran, das ist, glaube ich, besser, ne? Nein. Das hat weh getan. Schnell, 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 schnell. Ja, okay, ich wollte eine Menschlichkeit nehmen. Okay, ich schieße dich. Aber schießen ist mir ehrlich gesagt auch zu billig, ne? Dann heizt es wieder in den Kommentaren. Der schießt ihn, der kann den nicht. Okay, mein Freund. Ich will dich halt mit Ehre besiegen. Aber wenn du mir jetzt ein bisschen noch auf den Geist gehst, dann ist mir meine Ehre egal. Ja, es macht wesentlich weniger Schaden. Weil ich eine Rollbewegung gemacht habe. So, dann warten wir mal ein bisschen. Na komm, ich bin hier hinten. So, jetzt ist hoffentlich das Kratzen in den Hals weg. Okay, ich glaube, der Cheese funktioniert nicht mehr. Das geht nur beim ersten Mal.
Oder muss ich ihn einfach weiter hier hinlocken? Oh Mann, ey, dieser verdammte Husten, geh weg. Kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Ja, ich esse jetzt einfach die Attacken und hau auf ihn drauf. Von Anfang an machen sollen einfach. Ich hätte bloß nicht genug Flakons. Er ist eigentlich total easy und ich stelle mich wie der letzte Mensch einfach wieder an. Einfach Attacken, essen, immer aufheilen und dann kein Problem. Oder ihn halt schießen. Was anscheinend nur beim ersten Mal funktioniert. Beim zweiten Mal scheint es nicht zu wirken. Und wenn er diesen Feuerangriff macht, habe ich eben gelernt, nicht rollen. Das macht nämlich richtig viel Aua. Okay. Das war mal wieder ein Boss, wo ich mich ein bisschen blamiert habe, nachdem die letzten eigentlich relativ gut liefen. So, dann ziehe ich mir mal ein Set zurück an. Die Mütze kann ich eigentlich lassen. Ich brauche Pyromantie in dem Gebiet hier nicht. Was eigentlich ziemlich schade ist, weil ich gerne Pyromantie anwende. Moment. Meine Seelen fehlen noch. Der Typ gibt auch gar nicht so viele. Das liegt aber daran, dass man ihn nach Quileck sofort machen kann und durch den Cheese kriegst du den halt easy hin. Da unten sieht man übrigens schon, was einen erwartet. Es gibt ein paar Boss-Recyclings, aber nur ein ganz paar. Als ob ich einen gepult habe. Ich stehe doch hier oben. Also für die Jungs ist Pyromantie noch ganz nützlich hier in dem Gebiet. Jo, ich habe tatsächlich einen gepult. Allerdings lassen wir die erstmal links liegen. Weil man... Sieht man das von hier? Ja, ich kann es gleich unten erklären. Die bewachen halt Items, die in einem Lavasee sind. Und später kriegt man noch einen Ring, der einen dazu bringt oder der einen dazu befähigt, über Lava laufen zu können. Also wenn man normalerweise über Lava geht, kriegt man richtig viel Schaden. Und mit den Ringen wird dieser Schaden quasi minimiert. Wir gehen schon mal auf Feuerpeitsche, das mögen die nämlich nicht. Wo ist er denn? Also wenn er mich... Ist er schon hier irgendwie hochgelaufen? Oder ist er zurückgelaufen? Weil sonst reste ich am Bonfire und resette den. Ja, okay. Hier da hinten kann man schon sehen, da ist ein Item hinter so einem Lavabecken. Da muss man über die Lava drüber. Finde ich nicht ganz so geil, deswegen lasse ich das.
Der Taurus-Dämon ist übrigens nicht der einzige Boss, der hier recycelt wird. Und ich gehe doch zurück zum Leuchtfeuer, weil da gleich eine Invasion kommt. Ich bin nicht menschlich, das müssen wir ändern. Das war jetzt eine Verschwendung eines Heimerknochen, aber ich habe keinen Bock zu laufen. So, Menschlichkeit bitte. Auch habe ich relativ viel mittlerweile wieder. So, und jetzt kommen erstmal nicht so viele Feuergegner, das heißt. Wo ist mein Kranz? Da. Können wir den erst wieder aufsetzen für mehr Damage? Gegen die Bosse hier in dem Gebiet ist es halt absolut nutzlos. Das da eben war gerade ein Feuergegner. Der nächste Boss ist ein Feuergegner. Der danach ist auch ein Feuergegner. Und der Lord ist ein Gimmick-Boss. Also gegen alles ist Pyromantie sinnlos. Oder Feuer allgemein. So, Ziegendämonen gibt es ja auch. Ich habe sie nicht vermisst, obwohl er ist eigentlich gar nicht so ein schlimmer Boss, bloß die Area suckt. Also er ist nicht schlimm, die Hunde sind schlimm. In Kombination mit der Area. So, dann sollte gleich ein ungebetener Gast in meinen Rücken fallen. Ich halte mal an. Eigentlich müsste er jetzt kommen. Ja. Nehmen wir Feuerpeitsche. Das ist gegen NPCs immer das beste Mittel. Aua. Oh, der hat eine Blutungswaffe. Muss bloß aufpassen, dass ich nicht zu weit zurückgedrängt werde, sonst pull ich die Ziegendämonen. Der droppt aber mal richtig viele Seelen. Und sein Schild und sein Schwert. So, bitte nur ein Ziegendämon. Das hat natürlich nicht funktioniert. Oder? So. Kann eigentlich auch meine stärksten Pyromantien hier aufwenden. Da unten ist ein Bonfire. Oh, seine Buff-Waffe gibt es, die Dämonenmachete. Habe ich nie benutzt. Also kann ich auch nicht sagen, ob die gut ist. Dazu droppt er die zu selten, um das mal in Erwägung zu ziehen. Hier ist man ja in Endgame, da hat man schon seine Waffe und ändert nicht mehr. Okay, die brauchen drei Hiebe. Das ist übrigens der Boss, der nach dem Boss da kommt. Ziemlich witzig. So. Da ist ein dicker Wurm. Kann der dicke Wurm Feuer ab? Nein, kann er nicht. Oh, so reduziert er gar nicht. Sehr schön. Umso besser.
So, da ist hier ein Leuchtfeuer nämlich. So, das kenne ich mal nicht. Weil nach dem Boss kommt sofort ein neues. Ist der jetzt wieder da? Nee, ne? Der bleibt weg. Gut. Oben wartet schon der nächste Ziegendämon. Irgendwo. Ja, da kommt er schon angelaufen. Nein, Kamera, was tust du? Warten hier auch Taurus-Dämonen auf einen. Habe ich einen getriggert? Achso, ich habe einen Wurm getriggert. Auf die Würmer muss man auch höllisch aufpassen. Die können Ausrüstung vernichten. So, hinter den Taurus-Dämonen gibt es noch eine Kiste, die von großem Wert ist. Ich hätte beim Leuchtfeuer auflöffeln können, aber ist egal. Der nächste Boss, der ist nicht so schwer. Vor allem, weil man das Angriffsmuster kennt. Lächerlich. Nur weil er sich gedreht hat, hat mich die Axt in den Abgrund gedroppt. Ist klar. Absolut lächerlich. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ist mir so auch noch nie passiert. Ah ne, da ist noch einer. Jopp. Jetzt läuft es. Ey, nicht nur, dass die Feuerpeitsche gecancelt wurde. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das schlägt ja fast den Boden auf. Weil der mich gehittet hat, wurde der Rest der Feuerpeitsche gecancelt. Das ist hier lächerlich ohne Ende. Eine Feuerpeitsche killt euch! So! Warum eben nicht, hä? Also langsam schlägst du fast den Boden auf. Also langsam ist. Langsam ist hier aber mal. Ende. ich wollte den Boss eigentlich heute noch machen, aber irgendwie läuft's heute nicht. Wo laufe ich hin? Ich bin irgendwie total gerade von der Rolle. Ich hole noch die Truhe und dann beende ich die Folge.
Heute ist kein Dark Souls Tag. Heute ist kein Dark Souls Tag. Ich werde nur verarscht. Bei dem ersten Boss heute war ich selber schuld, da gebe ich zu, aber hier werde ich gerade kräftig verarscht. Komm hin! Ich hab Hass auf dich! Ach, jetzt krieg ich keinen Schaden. Aha, jetzt kann ich blocken. Beim Tod ging das nicht. Das ist aber sehr merkwürdig. Und warum tötet die Feuerpeitsche ihn diesmal nicht? Ich muss das nicht verstehen, oder? Es wird schon wieder Waffen von mir zerstört. Das. Boah. Ja, es macht. Wie krieg ich das Kotzen? Okay. Ich beruhige mich. Das ist überhaupt keine schwierige Stelle. Das Spiel nimmt mich nur kräftig hops. Alles easy. So, jetzt kacke ich auf die Feuerpeitsche und werfe dich einfach ab. Ah, das macht nicht so viel Schaden, wie ich es gerne hätte. Ah, jetzt macht er wieder Schaden, ne? Okay. Ist genau wie die Feuerpeitsche. Es ist irgendwie random, ob du stirbst oder nicht. Hat das was mit dieser Kacktreppe zu tun? So, und jetzt sage ich zu dem Wurm, leck mich am Arsch. Der geht mir nämlich auf den Sack. Ich weiß, warum ich weniger Schaden mache. Ich bin so ein dummer Volldepp. Das ist wieder eine Facebomb-Folge. Weil meine fucking Ausrüstung kaputt ist. So, der Rest kann kaputt bleiben. Ein Moment. Rüstung ist auch kaputt. Brauche ich mehr Seelen für? Es ist eine Folge zum Vergessen. Da war noch ein bisschen mehr kaputt, ne? Nehmen wir gleich den nächsten. So. Wieso habe ich den repariert? Den trage ich nicht. So, das ist mir egal. Okay. Es wird trotzdem eine längere Folge, obwohl ich nichts geschafft habe! Okay, den einen Boss da unten, ne? Da oben. Naja, dafür waren die Folgen davor reichlich Progress da. Zum Beispiel in Neulondo hatte ich eigentlich zwei Folgen geplant, das habe ich in einer geschafft. So.
Ja! Oh, tut das gerade gut. So, auf den Wurm kacke ich jetzt. Nicht, dass er wieder meine Ausrüstung kaputt macht. So, und wehe, die Sackbirne stößt mich da wieder runter. Das darf nicht wahr sein. Was zum Teufel ist los? Ich spiele wie der letzte Mensch. Als ob ich in meinem ganzen Leben noch nie Dark Souls gespielt hätte. Jetzt reiß dich mal an Riemen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wer? So, du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Ist mir egal, der Hit. Ich werde nicht wieder... Ja! Als ob ich zu dir hinkomme. So. Und jetzt verrecke in der Hölle! Mann, Mann, Mann! Verzieh dich. Bin leicht gereizt. Merkt man vielleicht. Lass mich hier durch. Mir ist eine Waffe zerbrochen. Natürlich wieder der Kack-Feuerhandschuh. Wisst ihr was, Leute? Ich beende die Folge. Es soll heute einfach nicht sein.